Hallo und herzlich willkommen zu diesem Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Ihr habt es ja mitbekommen, wir sind seit einiger Zeit auf der Suche nach einem neuen Auto. Wir haben uns Elektroautos angeschaut, wir haben uns das Model 3 angeschaut. Und heute haben wir eine Probefahrt mit einem Auto, das auf unserer Wunschliste ganz weit oben stand. Letztendlich die Alternative zum Model 3 wäre das vernünftige Verbrennerauto sozusagen. Wir sitzen in einem Skoda Octavia Kombi Automatik. Wir kennen den Skoda Superb, den haben wir uns schon ein paar Mal ausgeliehen. Aber der ist eigentlich zu groß und auch zu teuer für unsere Verhältnisse. Und der Octavia Kombi, der gefällt mir von außen sehr gut. Und der müsste so ziemlich genau die Größe haben, dass alles reinpasst, was wir brauchen. Große Menschen, E-Pianos, Rennräder. Und deswegen haben wir uns den heute mal ausgeliehen. Und fahren darf natürlich erstmal diese Mama. Also ihr seht schon, für schnelles Fahren und Autobahnen ist eher diese Mama zuständig. Also die Beschleunigung war jetzt nicht vergleichbar mit einem Model 3, glaube ich, oder? No. Aber da kommt schon ein bisschen was. Automatik ist natürlich auch schick und schön. Fahren tut das Auto absolut. Macht Spaß? Ja. Wir haben ja gesagt, das Model 3 ist viel zu teuer. Das kann man sich ja überhaupt nicht leisten. Und ich habe gedacht, wenn man mal so ein Auto wirklich komplett wirtschaftlich durchrechnet, was ist denn dann eigentlich teurer? Ein Model 3? Oder ein Skoda Octavia Kombi. So, jetzt darf ich auch mal fahren. Wie ihr gerade gesehen habt, es hat wahnsinnig geregnet. Ich konnte kaum beschleunigen. Jetzt, wo die Autobahn zu Ende ist, hört es natürlich wieder auf. Ja, ist irgendwie, wir haben gerade so gesagt, der Superb ist halt ein richtig geiles Auto. Und der Octavia ist, wie hast du gesagt? Eine solide Karre, genau. Also man kann wirklich nicht motzen. Es ist so ein bisschen emotionslos, also auch so Interieur. Ich finde es alles total okay. Wir wollten ja die Rechnung aufmachen. Man muss ja eine längerfristige Betrachtung machen. Und diese Rechnung habe ich jetzt mal für euch aufgemacht und bin schon gespannt auf das Ergebnis. Zwei Dinge sind natürlich noch wichtig, nämlich zum einen passt ein E-Piano hinten rein und zum anderen, wie sitzt Oskar hinten? Da es jetzt aber ziemlich bewölkt ist und jederzeit wieder regnen kann, will ich das E-Piano hier nicht rausholen, sondern ich messe es einfach kurz mit dem Meterstab aus. Ah! Da! Drecksack! Und, wie findest du den? Nicht so schön wie der Tesla. Schauen wir mal, wie lang er ist. Das wird auch am Rand noch 1,83 Meter, in der Mitte 1,84 Meter. Also das ist natürlich bei weitem groß genug für ein E-Piano und auch für Fahrräder und alles Mögliche. Schöner, breiter Kofferraum, langer Kofferraum, leicht einzuladen. Und wie gefällt dir der so? Mir war schon klar, dass ich den Tesla schöner finde, aber ich dachte nicht, dass ich den so hässlich finde. Echt? Ja. Ich finde den eigentlich sehr schön. Ja? Ja. Ich finde ihn so... Ja. Würde die Mama sicherlich nicht hören wollen, aber ich habe hier ganz genau 1:1 gleich viel Platz wie im Tesla. Meine Beine heben hier genauso ab. Ich habe hier genauso wenig Schuhe. Also praktisch im Vergleich zum Tesla identisch. Ein Oscar versucht, den Beifahrersitz zu erklimmen. Schulsport. Aua! Beim Tesla ist ja immer, beim Model 3 immer so die Diskussion, ja, das Material, was da verbaut ist, das Interieur ist halt nicht so hochqualitativ oder irgendwie so halt schlecht verarbeitet. Und ich muss halt sagen, wenn ich hier drin sitze, also im Tesla hat man vegane Ledersitze, also keine Ledersitze, sondern halt veganes Leder. Du hast da vorne Holz, was sich anfühlt wie Holz, was wahrscheinlich Plastik ist, aber es sieht aus wie Holz und es fühlt sich auch an wie Holz und es fühlt sich hochwertig an. Und ich weiß nicht, also wenn ich jetzt hier gucke, dann ist halt, das ist halt hier so dieses typische, so typisches Autoplastik. Das ist halt so basic und ich finde das auch nicht hochqualitativ oder irgendwas. Dann die Sitze, also sorry, ne, ich hoffe jetzt, dass der Designer hier nicht zuguckt, aber um Gottes Willen, was ist das denn? Auch hier so dieses Metall an der Seite und so, ich finde da einfach den Tesla schöner. Kommen wir zu den harten Fakten, was kostet so ein Auto? Ich mache im Moment eine Betrachtung für 5 Jahre Anschaffung, Vergünstigungen, Betrieb und Restwert. Die Anschaffung. Das Skoda Octavia Kombi, so wie hier steht, kostet 27.500 Euro Listenpreis und das Model 3 kostet 45.500. Also ganz klar
deutlich teurer Model 3. Da das ein Firmenwagen werden wird, können wir erstmal die Mehrwertsteuer rausrechnen, denn die bekommen wir erstattet, sodass wir von einem Nettopreis ausgehen von 23.110 für den Skoda Octavia Kombi und 38.240 Euro für das Model 3. Zweitens, die Vergünstigungen. Fürs Model 3 gibt es eine Umweltprämie von 4.000 Euro. Die gibt es natürlich nicht beim Skoda Octavia. Außerdem ist das Model 3, wie jedes Elektroauto, 10 Jahre lang Kfz-steuerfrei. Da spart man also innerhalb von 5 Jahren 350 Euro. Kommen wir zum Betrieb. Das erste ist natürlich die Versicherung. Für so ein Auto will man dann eine Vollkaskoversicherung haben. Ich habe mir das von meiner Versicherung ausrechnen lassen und auch schon berücksichtigt, dass der Oskar ja mitfahren will. Begleitetes Fahren mit 17 und später dann als 18-jähriger Fahranfänger, das ist immer sehr teuer. Das wird kosten beim Skoda Octavia 4.300 Euro in den nächsten 5 Jahren und beim Model 3 7.000 Euro, nur für Versicherung. Jetzt kommt eine Besonderheit, weil das Ganze ein Firmenwagen wird. Als Firmenwagen muss man von einem Auto 1% des Bruttolistenpreises monatlich als Gewinn versteuern. Und bei Elektroautos ist es nur 0,5%. Dabei sind wir ausgegangen von einem Steuersatz von ungefähr 33-35%. Ergibt beim Skoda Octavia 5.940 Euro. Das Model 3 nur 0,5% vom Listenpreis, ergibt 4.914 Steuerkosten. Im Betrieb habe ich zusammengerechnet, was wir mit unseren früheren Autos in 5 Jahren gefahren sind und das wären ungefähr 90.000 Kilometer. Davon bin ich ausgegangen. Der Skoda Octavia braucht offiziell im Schnitt 5 Liter auf 100 Kilometer. Das Model 3 braucht im Schnitt 14,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Völlig klar, wenn man auf die Tube drückt, braucht man sofort viel, viel mehr. Das trifft allerdings dann auf beide zu. Also auch der Skoda, wie wir vorhin gesehen haben, schluckt ja dann doch recht zünftig, wenn man ihn mal auf 200 beschleunigt. Bei 90.000 Kilometer und einem Benzinpreis von 1,60, was bei uns hier an der Schweizer Grenze sehr realistisch, eigentlich fast schon niedrig angesetzt ist, ergibt sich daraus für den Skoda Octavia eine Summe von 7.200 Euro für Benzin in den nächsten 5 Jahren. Beim Model 3 können wir davon ausgehen, dass wir hier mit unserer Solaranlage Strom erzeugen können. Und da wir das Auto die meiste Zeit, wenn wir nicht große Fahrten haben, hier aufladen können, habe ich dafür für 60% unserer Fahrten den Preis angesetzt, den wir kriegen würden, wenn wir unseren Strom ins Stromnetz einspeisen, nämlich 12 Cent pro Kilowattstunde. Dann bin ich davon ausgegangen, dass wir etwa 32% über Fremdstrom brauchen, der dann 28 Cent pro Kilowattstunde kostet. Und 8% von diesen 90.000 Kilometern kosten gar nichts, weil wir über ein Empfehlungsprogramm 7.500 Kilometer Supercharger frei hätten. Wenn man das zusammenrechnet, kommen wir auf 2.000 Euro für 90.000 Kilometer mit einem Model 3. Das ist ein interessanter Punkt, wie ihr schon gemerkt haben werdet, weil das sind über 5.000 Euro weniger, als der Skoda Octavia im Betrieb braucht. Werkstattkosten, das ist natürlich schwierig vorherzusehen, aber in 5 Jahren muss so ein Skoda Octavia mit Sicherheit einige Male zum Service, da werden die Zündkerzen getauscht, der Ölwechsel gemacht und verschiedene Dinge, die so standardmäßig, wartungsmäßig nötig sind. Ich habe da ein bisschen in die ADAC-Liste geguckt, ich habe da auch auf der Skoda-Seite geschaut und komme da so auf ungefähr 2.000-2.500 Euro in den nächsten 5 Jahren. Bei Model 3 ist es so, ich habe einige Model 3-Fahrer gefragt, was sie so an Kosten hatten, weil es gibt ja 8 Jahre Garantie auf alles und es gibt praktisch zwar ein Wartungsheft, aber ein befreundeter Tesla-Fahrer hat gesagt, sie wollen eigentlich nicht, dass man kommt. Also wenn man praktisch kurz vor Ablauf der 8 Jahren nochmal alles durchchecken lässt, das macht man im eigenen Interesse. Ansonsten müsste man eigentlich gar nichts groß warten. Man braucht halt ab und zu ein paar neue Reifen. Das braucht man beim anderen auch, wenn man ordentlich damit fährt. Und ansonsten habe ich hier mal 1.500 Euro angenommen. Es ist auf jeden Fall weniger als bei einem Verbrennermotor. 250 gegen 2.500 Teile, Verbrennungsmotor gegen Elektromotor. Das ist auch klar, dass man dann weniger Wartung braucht. So, jetzt wird's spannend. Wir rechnen das also alles zusammen und kommen beim Skoda Octavia auf Kosten für Anschaffung in die ersten 5 Jahre von 43.400 Euro und beim Model 3 auf Kosten von 49.654 Euro. Jetzt ist der Model 3 nur noch 6.000 Euro teurer als der Skoda war.
So, und jetzt kommt noch eine entscheidende Frage. Was ist ein Auto noch wert nach 5 Jahren? Und da habe ich in verschiedenen Portalen und Listen und Autoscout und so weiter geschaut und bin zu folgenden Zahlen gekommen. Vermutlich wäre der Skoda Octavia in 5 Jahren noch 13.000 Euro netto wert. Wogegen das Model 3, was ja auch in der Anschaffung teurer war, ungefähr noch 22.000 wert ist. Das ist ziemlich genau der gleiche Wertverlust gerechnet. Und damit kommen wir erstaunlicher und interessanterweise auf Kosten nach 5 Jahren, den Restwert abgezogen, von 30.400 Euro für den Skoda Octavia Kombi und 27.654 für ein Model 3. Anders ausgedrückt, der Skoda Octavia nach 5 Jahren, wenn du ihn dann verkaufst für 13.000, hat er dich 500 Euro im Monat gekostet und das Model 3 461. Ich habe es auch nicht geglaubt und ein paar Mal nachgerechnet und noch ein paar Leute gefragt und noch ein bisschen hin und her justiert. Und natürlich sind da Unsicherheiten drin, was die Werkstattkosten betrifft, was den Verbrauch betrifft. Je mehr man mit dem Auto fährt, desto günstiger wird es, weil die Betriebskosten sind das Günstige. Aber das ist das Ergebnis meiner Rechnung. Oskar, was sagst du dazu? Impressive. Impressive. Tja. Ich hoffe, ihr findet das auch impressive. Abonniert meinen Kanal. Bing, 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 unbedingt. Liked und kommentiert. Und seid auch beim nächsten Video wieder dabei. Euer Dieser Dad. Ryan.